Fabian war ja, ich weiß nicht, wer es letztes Mal mitbekommen hat, er wurde ja hier angegriffen und hat dann auch spontan eine Rede gehalten. Total klasse, wer möchte, der kann sich das eben nochmal in unserer Gruppe bei Facebook halt auch anschauen. Fand ich total super, wie sowas dann so entstehen kann. So, ja, aus dem Affekt heraus. Das war total klasse, so hatte etwas Negatives, wenn ich es mal so sagen darf, auch sehr was Positives gehabt. Und ja, jetzt steht er schon zum zweiten Mal da und sagt, ich will noch was sagen. Alles klar, ich gebe mal das Mikro an Fabian. Ja, hallo. Ja, nochmal ganz kurz, um das ein bisschen aufzuklären. Ich war natürlich nicht ganz mega unvorbereitet. Ich habe schon mit der Gang gespielt gehabt, mal was zu sagen. Und dann habe ich die Volley-Flanke von dem merkwürdigen Herrn da letzte Woche dann auch gleich aufgenommen. Mir geht es noch einmal, ich wollte nochmal anknüpfen an das Thema Arbeitslosigkeit. Was ich ganz schlimm finde, ist, ne, vor einem Jahr oder einem halben Jahr war ich noch ein ganz toller Mensch. Da habe ich irgendwie auf dem Ökohof gearbeitet, hart im Garten. Da haben die Ärzte gesagt, oh Mensch, du bist so toll, das ist auch harte Arbeit. Und ja, und da habe ich meinen Respekt gehabt. Da wusste ich immer, egal wo ich hingehe, ich muss nur sagen, ah, ich mache das. Oder vorher Pfleger, noch besser. Ja, konnte ich mich immer wunderbar hinstellen, weil ich in der Altenpflege wusste ich, oh, ich bin fein raus in diesem System, jetzt bin ich ein anständiger Mensch, ich bin Altenpfleger, da kennt mir keiner mehr was. Ob ich die alten Menschen jetzt gut behandle oder nicht, ist dann zweitrangig. Hauptsache was für die Etikette. Ne? Und ja, jetzt ist das mal nicht so, jetzt kümmere ich mich um meine Kinder und unterstütze irgendwie meine Freundin darin, dass sie arbeiten kann. Und schon steht man da in so einer Situation in der Defensive. Und das kann es nicht sein. Ich bin immer noch der gleiche Mensch. So, ich habe immer noch die gleichen Absichten, ich bin immer noch irgendwie genauso faul und fleißig, wie als wenn ich gearbeitet habe. Und diese Stigmata funktionieren unglaublich gut. Also viele ahnen gar nicht, wie sehr ein normaler Mittelschichtbürger Angst davor hat, Hartz IV zu werden. Weil er hat jahrelang auf diese Leute geschimpft und sie diskriminiert und für was Schlechtes gehalten. Und wenn sie jetzt irgendwie selber ihren Job verlieren, dann ja, dann ist eben alles hin. Dann fühlen sie sich auch so, oh, jetzt bin ich nichts mehr, jetzt kann ich gar nichts mehr sagen, jetzt werde ich von den anderen Leuten diskreditiert. Das darf nicht sein, Leute. Messt die Menschen daran, irgendwie, was sie aus dem Herzen tun, so, was sie wirklich für andere machen, ob sie solidarisch sind, ob sie irgendwie noch ein bisschen Respekt vor dem Leben haben, vor Tieren haben, vor Pflanzen, vor Luft und Wasser, überhaupt irgendwie noch ethisches Empfinden haben und nicht irgendwie daran, ob sie irgendeinen Lohn Steuerbescheid kriegen oder irgendeine Firma haben, womit sie irgendwie Leute ausbeuten. Also das finde ich allgemein völlig verdreht. Also ich habe mehr Respekt vor einem Penner hier, irgendwie der da liegt und mich anleuchtet und mir zeigt, der ist noch menschlich geblieben irgendwo. Vielleicht an seiner Menschlichkeit irgendwie verloren gegangen, weil sein Herz noch auf war, hat er irgendeine Krise nicht überwunden, ist daran kaputt gegangen, wo andere Leute sich einfach nur stumpf machen, zumachen. Und vor dem Menschen habe ich mehr Respekt, weil der verbraucht auch weniger Ressourcen, der beutet weniger Menschen aus, als wir unterschwellig automatisch Respekt haben vor einem Typen im Anzug oder so. Ne? Also das kann es nicht sein. Ich meine das ernst, also ich gucke schon, was ich mache und ich möchte auch keine Jobs mehr machen, wo ich wirklich Blut an den Händen habe. Also für Firma Siemens, McDonalds, ich habe jetzt auch gleich oder so, würde ich nie arbeiten wollen. Genauso wie ich jetzt so vom Jobcenter, da möchte ich nochmal was sagen, das ist diese Maschinerie, die da funktioniert. Ich bin mal umgezogen zu dem Schloss Weitersroda, zu dem Prinz Chaos und war da 2 Wochen und dann kam das Amt, hatte mir schon Arbeit gesucht, bin schon regelmäßig nach Braunschweig hier gefahren, um zu arbeiten. Und dann habe ich ein Arbeitsangebot gekriegt, nachdem ich dorthin gezogen bin, mit meinen 3 Kindern. Und das Arbeitsamt hat einen Vorschlag gemacht, dass ich doch irgendwo in Deutschland für 8,50 Euro Müll sortieren darf. Wo kann ich mir leider nicht aussuchen. Kann sein, dass ich in Bielefeld lande, in München. Also dafür ist die Arge, dafür ist das Jobcenter heutzutage da. Die Leute so lange mürbe zu machen, zu diskreditieren, das Gefühl zu geben, sie sind scheiße, ihr Selbstwertgefühl zu unterwandern, dass sie dann so ein geringes Selbstwertgefühl haben, um dann für Weltmarktpreisen sich selber anzubieten. Ja? Darum geht es. Perfekt. Ist noch da, ja. Ja, da muss man sich gegen wehren. Also das ist eine verbrecherische Maschinerie, wo der Staat einfach wirklich pur
pur den Firmen und Industrien in die Hände spielt, wo es wirklich darum geht, die Leute eben so unter Druck zu setzen, dass sie jeden Scheiß machen, egal was dabei hinten rauskommt und wie viel sie dafür kriegen. Ne? Ich habe mein 900 Euro habe ich gekriegt als Gärtner, Vollzeit habe ich gearbeitet für 900 Euro und muss mir dann irgendwie jetzt als Arbeitsloser dann wieder anhören, wie scheiße ich bin. Ich glaube, es hackt. Ne? Ich hab, so, das zu dem Thema Arbeitslosigkeit und Respekt. Dann wollte ich nochmal zu dem Denken. Ich habe ja gesagt, ihr denkt falsch, wir müssen denken lernen. Was heißt das überhaupt? Das war jetzt wieder ein bisschen grob rausgerissen. Ich will mich da auch über niemanden stellen. Ich habe einfach nur eben immer viel gedacht. Wo manche Leute, ach, lass doch mal gut sein auf der Arbeit. Ich immer gesagt, naja, das kann nicht sein, das doch da. Was ich ganz wichtig finde an unserem Denken, was nicht hinhaut, ist das Entweder-Oder-Denken. Also wir haben jetzt zum Beispiel ein ganz einfaches Beispiel, der Putin ist jetzt entweder unser Befreier, Erlöser von den bösen imperialistischen Army-Mächten oder so, ja, total bescheuert überzogen, und die Army, oder aber der Putin ist irgendwie auch ganz, ganz böse. Ne? So einen Mittelweg kennen wir nicht in unserer Rübe. Und das ist bei ganz vielen Dingen so. Also ich nenne jetzt mal ein ganz krasses, abgefahrenes Beispiel, da heißt es denn UFOs. Und dann streiten sich die Menschen da im Internet, nee, das waren die Deutschen, nee, das waren die Syrianer, nee, das waren Amerikaner, nee, das waren Dämonen. Ja, da haben wir jetzt 4, 5 Fronten, was denn irgendein leuchtender Punkt am Himmel ist. Und anstatt zu sagen, okay, mal ist der leuchtende Punkt das oder das oder das, nein, da gibt es denn Leute, die streiten sich und wollen unbedingt festlegen, alle UFOs sind jetzt von den Amerikanern, alle sind außer... Das ist Schwachsinn, Leute. Fangt an, multidimensionaler zu öffnen für mehrere Lösungen. Der Putin ist nicht unser Befreier oder Retter. Und auch kein guter, aber er hat schon mal irgendwie Monsanto gesagt, verpisst euch aus meinem Land. Euch brauche ich hier nicht. Und das ist schon mal eine ordentliche Sache. Ja, das Denken ist das Zentrale, weil der einzige Kern, an dem es ja eigentlich hängt, ne, wenn ich merke, die Menschen wissen alle unterschwellig, es gibt eine Verschwörung. Ne, sie realisieren das, denken das nicht konsequent zu Ende, aber wenn ich meine Oma, meinen Nachbarn, egal wem frage, ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass irgendein Mensch nicht unterschwellig sagt, oh, die machen ja eh, was sie wollen. Ja, was heißt denn, das sagt jeder Normalbürger, die machen doch eh, was sie wollen, da kannst du doch nichts machen. Das bedeutet, wenn man dann aber diesen Satz und dieses unterschwellige Gefühl, was die Menschen haben, mal ganz konkret umsetzt, was daraus resultiert, da ist es wieder, was bist du denn für ein Spinner? Finde ich auch total schräg. Ja, jetzt habe ich mich... Ich finde, es geht hier auch um einen Kerngedanken. Es geht nur um den Gedanken, den wir wieder in den Menschen... Also das ist für mich einer der Hauptgehirnwäsche überhaupt, so der Urgedanke. Du bist nichts, du bist nichts wert, du kannst nichts erreichen. Was willst du dagegen tun? Ich habe mal interne Schriften von solchen Leuten gelesen, von Verschwörern. Es gibt ja Menschen, die sich gegen irgendjemand anders verschwören. Und da gibt es auch immer Prinzipien, nach denen die arbeiten. Und da haben die selber gesagt... Das, die größte Gefahr, das ist einfach möglich, dass einer von Millionen auf einmal wirklich wach wird und wirklich Gas gibt. Ne, der Lars Mehrholz war eben, bevor das anfing, nischt, er kannte keine Sau. Und er hat gereicht, um uns jetzt alle, darum, wenn es jetzt noch einer. Also es reicht wirklich teilweise schon ein Mensch, wie Mahatma Gandhi, um riesige Bewegungen vorzubringen. Und da setze ich jetzt nochmal, lasst euch den Scheiß nicht einreden, dass es hier nichts bringen würde oder sonst was. Oder dass wir mehr werden müssen, finde ich auch gar nicht unbedingt erstmal. Es geht erstmal um Qualität. Ne? Wenn wir jetzt hier erstmal eine gewisse Qualität an Systemkritik und Utopien und Gegenvorschlägen aufbauen, dann kann man auch viel besser mit einer Masse handeln, als wenn wir überhaupt keine Qualität jetzt in den Inhalten und so erzeugen, sondern einfach wirklich nur eine populistische Bewegung sind, die drauf losrennt und stürzt den König, hat keinen Zweck. Also ich finde das völlig in Ordnung. Es muss nicht immer ja, die Massen sein. Es geht darum, wie essentiell ist der Ansatz, den wir hier haben. Geht er wirklich ans System ran, an die Wurzeln des Systems? Darum sollte es meiner Meinung nach gehen. Der letzte Punkt, wo wir auch alle irgendwie immer zu tun haben, auch wieder mit dem Ego und dem Rechtfertigen. Ich finde es unmöglich, immer wieder, was ich erlebe. Es geht um ein Thema, um Geld, um Schulden oder sonst was. Und das Ego in den Diskussionen beherrscht alles. Ne? Ich habe das auch hierher gehabt, da war ich auch erstmal traumatisiert. Komm her, red ein Thema an und merke,
mein Gegenüber ist so in dieser gewohnten Position, ja, weiß ich alles, was erzählst du mir, und das ist ja eh so, und so ganz von oben herab, ne, das kann ich auch gut. Klar, dass der andere dann schon nicht mehr zuhört und so weiter. Ne? Und das fände ich schön auch an alle Kritiker von uns und so weiter und an alle Menschen, die sich irgendwie nicht so gern mit meinen Informationen oder Informationen im Internet oder so beschäftigen wollen und die dann auch gleich persönlich und verletzend werden oder so, wie der Herr, der letztes Mal da war, der gleich du lügst, ne? Also so auf dieser ganz unterschwellig persönlichen Ebene. Überhaupt nicht auf die Sache, da Argumente waren da gar nicht da. Da ging es dann wirklich, du hast jetzt was gesagt, dich greife ich jetzt an, dein Ego attackiere ich, mal sehen, ob es stark genug ist. Und da kann man einfach mal drüber nachdenken. Ich habe da keine Antwort, ich wollte einfach das Thema mal bringen, auch unter uns, mit den Mitmenschen. Wie kann man das mal ändern, dass es wirklich ums Thema geht und nicht darum, ich weiß was, was du nicht weißt. Ne? Da muss man dann selber auch, glaube ich, einfach die richtige Ausstrahlung haben und auch zuhören können. Das kann ich zum Beispiel gar nicht. Egal. Soll nicht um dich gehen. Ja, da ist es wieder das Ego. Ne? Man wird angegriffen von diesen Typen und anstatt, dass ich hier dann stehe und erzähle eigentlichen Gedanken, zieht es mich dann immer wieder, oh, ich wurde angegriffen. Und da dürfen wir uns gar nicht drauf einlassen. Das ist nämlich das Letzte, was ich noch sagen wollte. Kann ich jedem nur empfehlen, schaut mal nach den Methoden der Deformation und der Desinformation. Da gibt es 15 oder 10 ganz einfache Grundsätze, womit man jede Diskussion und jeden Menschen irgendwie total kaputt machen kann und diskreditieren kann, wie das die Trolle eben im Internet auch gerne machen. Und da ist dann ein so ein Punkt dabei, ne, dass man gar nicht darauf eingeht, was sagt der eigentlich? Und ich gehe einfach hin, wer bist du denn? Dass du das sagen kannst? Bist du hier Präsident? Bist du irgendwas? Hast du eine Firma? Hast du irgendwas? Bist du irgendwas, dass du was zu sagen hast? Darauf sollte man sich gar nicht einlassen. Ne? Wenn es um die Fakten geht, geht es um die Fakten und nicht darum, wer man ist, sondern es geht um das Thema und um die Ansätze. Ja. Genau, ich habe nichts vorbereitet. Ich glaube, das reicht erstmal. Ich wünsche euch Frieden. Wie gesagt, es geht noch viel weiter. Informiert euch selber. Guckt nach, auch an alle Kritiker, die uns auslachen. Ich stelle fest, dass egal, ob es um Chemtrails, UFOs oder sonst was geht, ich habe wirklich immer und immer wieder jahrelang nur mehr Infos reingepfiffen. Und dann kommen da Leute, die haben einen Artikel auf ESOWATCH gesehen und wollen mir was erzählen und wollen mich diskreditieren und auslachen. Das geht nicht, Leute. Hört uns zu. Wir haben uns damit beschäftigt und deswegen stehen wir hier. Wir wissen, was da läuft in der NATO, was für Kriegsbereitungen, Vorbereitungen, alle schon jahrelang immer mehr darauf hinziehen, Russland unter Druck zu setzen. Da gibt es eine unendliche Palette an Informationen dazu, wie brisant die momentane Situation ist. Eignet es euch an, ist sehr wichtig. Sonst sitzt mal tief in der Scheiße. Danke. Und ja, nächstes Mal wieder jemand von euch, der noch nicht gesprochen hat. Das finde ich schön. Ja.